Auf den ersten Blick betrachtet fällt dem Zuschauer nicht gleich das Thema auf, welches die Fotoausstellung Blickwechsel behandelt. Ein genaueres Hinsehen ermöglicht dem Betrachter eine andere Sichtweise. Thematisch gesehen betritt die Ausstellung quasi Neuland. Dennoch sollen die Fotos Barrieren in den Köpfen beeinträchtigter und nicht beeinträchtigter abbauen. Die unterschiedlichen Lebensbereiche und Blickwinkel ermöglichen dem Betrachter einen kleinen Einblick, wie Inklusion tagtäglich gelebt wird. Die Ausstellung entstand im Zuge des Aktionsmonats Mai. Seit mehr als 6 Jahren gestalten Akteure aus verschiedenen Bereichen von und für Menschen mit Behinderung anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung den Aktionsmonat Mai im Burgenlandkreis. Der Beginn der fotografischen Arbeit begann im März 2020. Im Fokus stand die Beziehung zwischen zwei Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, sagt Franziska Weiland, Leiterin der Fördergruppe Caritas Behindertenwerk GmbH Burgenlandkreis. Die Ausstellung Blickwechsel zeichnet die Zwischenmenschlichkeit aus. Die Zwischenmenschlichkeit in Form der gelebten Inklusion. Die Ausstellung zeigt, dass genau Menschen in unterschiedlichen Beziehungen, beziehungsweise die in unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen, Inklusion leben auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise. Und das verdeutlicht die Ausstellung Blickwechsel. Man versteht den Wechsel der Blicke, aber wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man, dass es eigentlich um viel mehr geht. Wir sprechen immer viel von Inklusion, die wir erreichen wollen und wo wir ganz viel dafür machen, aber es gibt ganz viele Menschen und Paare, die Inklusion jeden Tag schon leben. An folgenden Orten und Terminen ist die Ausstellung im Burgenlandkreis zu sehen. Sie sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen.